Hallo und herzlich willkommen zurück beim Bausi 2015. Mein Name ist Müser und wir sind umgezogen auf unser großes Firmengelände in der Stadt. Da hinten ist der Absetzkipper. Nein, jetzt habe ich gelogen. Der Pritschenwagen mit Korn. Und wir schauen mal, was die nächsten Aufträge so bringen. Ich habe gerade unseren Wichtel Dominik schon mal fahren lassen. Zwei Containertouren. Hat 7.000 Geld eingebracht. Und wir machen jetzt, gucken wir mal Sonderaufträge rein. Das Hotel machen wir jetzt. Das Hotel. Das Hotel. Mit Vorarbeiter sprechen, transportiere Erde vom Kieswerk, das kann er machen. Das könnte ich machen. Ja, so machen wir es. Auftrag annehmen. Mit Vorarbeiter sprechen. Der Vorarbeiter ist natürlich nicht da, sondern der Vorarbeiter ist wo? Auf dem Firmengelände. Dann teleportieren wir uns mal dorthin, um mit ihm zu sprechen. Da ist der Hans-Peter, der kleine Schlingel. Vor ein paar Minuten hat die Direktion vom Hotel unten an der Küste angerufen. Irgendein Landschaftsgärtner erweitert dort derzeit die Grünflächen und sie brauchen kurzfristig noch eine Menge Erde und mehrere Paletten mit Pflanzen. Die haben aber wohl nur sehr beschränkte Transportkapazitäten. Ich denke, wir sollten da aushelfen. Wer weiß, vielleicht fällt da in Zukunft noch mehr Arbeit an und dann kommen sie direkt zu uns. Ja, hört sich gut an. Die Gärtnerei liegt auf dem Weg. Da sollte alles zu bekommen sein, was gebraucht wird. Und Erde holst du am besten im Kieswerk. Los geht's. Zeigen wir denen, wie gut die Aufträge laufen, wenn wir sie durchführen. Bin schon unterwegs. Ei, ei, Sir. Los geht's. So. Vier Erde. Setzlinge. Ja. Lassen wir alles vom Kollegen machen jetzt. Und wir schauen uns in der Zeit die Baustelle an. Und schauen, was sich tut, während Dominik das hier Materialien besorgt. Das ist ja wohl der Vorarbeiter, den ich nachher ansprechen soll. Das ist der von der. Ach, das bin ich. Ist das der von der Gartenbaufirma oder? Wohin hat er ganz schön schick angezogen? Das ist also das Hotel, ja? Ja, schick, direkt an der Küste gelegen. Sieht aus wie so ein Krankenhaus oder so. Aber nichtsdestotrotz ist es wohl ein Hotel. Ah, hier vorne sieht es immer noch aus wie ein Krankenhaus. Aber ist ja egal. Mit Bushaltestelle vor der Tür. So ist das richtig, damit die Gäste, die kein privates Kfz zu Hause haben, kein Fahrzeug, Fahrrad oder Motorrad, dass die direkt los können. Hier ist die Küste. Und da hinten ist das Ende der Welt. Am Horizont. Ja. Wir sind jetzt einmal um die Baustelle rumgelaufen. Wenn wir wieder vorne sind, ist Dominik schon fast fertig mit den kleinen Arbeiten. Beim nächsten Mal werden wir wieder selbst etwas machen oder mehr selber machen. Deswegen ist es schon schön, wenn wir endlich einen Vorarbeiter haben, einen zweiten. Da kann man die Aufträge teilen. Ne? So. Wir machen ein bisschen Höhlenlauf in der Zeit. Was natürlich nicht klappt. Na, springen wir halt da durch. Hier eine kleinere Hürden. Ja. Wie ein Profi. Habe ich die genommen? Ja, die nicht. Die schon. So.
Somit können wir die ganze Baustelle überschauen. Es ist irgendwie schade, dass ich, wenn man den Mitarbeiter schickt, dass ich erst was tut, wenn er fertig ist, dass es dann klack klack geht, dass fertig ist. Dass es hier ein bisschen simuliert wird, dass sich was tut. Das wäre richtig schön. So, hier haben wir Schuttabfälle. Wovon weiß ich nicht. Noch zwei Bauzaun. Brauche ich auch noch zwei Bauzaun. Wahrscheinlich um das Gelände ganz dicht zu riegeln. Hütchen und Kisten und eine Rüttelplatte. Presslufthammer. So, jetzt sprechen wir mal den Projektmanager an. Na, das ging ja schnell. Vielen Dank für die prompte Lieferung. So haben wir uns das vorgestellt, wenn nur alle Unternehmen so zuverlässig und zügig arbeiten würden wie Sie. Gern geschehen. Beim nächsten Mal wenden Sie sich bitte am besten gleich an uns. Das werden wir sicher. Welche Art von Aufträgen führen Sie denn noch durch? Neben Gart- und Landschaftsbau übernehmen wir Bauaufträge jedweder Art und Größe und hin und wieder auch Spezial- oder Eiltransporte. Bauaufträge, sagen Sie? Das wäre doch eine Überlegung wert. Sie müssen wissen, dass die Hoteldirektion derzeit vier Luxusstandhäuser da drüben direkt neben dem Hotel plant. Ich denke, sobald die Ausschreibung rausgeht, werde ich Sie davon in Kenntnis setzen. Und natürlich werde ich Ihnen zügigen und sauberen Einsatz lobend erwähnen. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ja, macht den Baustellenbereich frei. Müser. Ja, dann gehen wir mal. Und zack. Bereich freigeschaltet. Freischaltung neuer Baubereich. Ferienhäuser. Hat uns 18.000 Geld eingebracht und 200 XP. Hier ist ein schöner Spielplatz entstanden. Ist ja nicht schön geworden. Wir springen jetzt mal zurück zum Firmengelände in der Stadt. Und schauen mal, was da passiert. So. Das soll es erstmal wieder mit dieser Folge gewesen sein. Beim nächsten Mal werden wir wieder selbst mehr mitarbeiten, anstatt nur unserem Dominik alles machen zu lassen. Wir wollen schließlich auch XP sammeln, damit wir uns zum Beispiel so etwas hier leisten können. Und es wäre langweilig, wenn wir es nicht könnten. Oder? Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß. Gebt mir Daumen hoch, Daumen runter. Ganz wie ihr es für nötig haltet oder wie ihr es gefunden habt. Empfiehlt mich weiter. Abonniert mich. Und habt noch viel Spaß und einen schönen Abend. In diesem Sinne, Horridojo und auf Wiedersehen. Ciao.